Hallo Essential, willkommen zurück. Bist im Zug? Ah, okay. Nein, das Spiel ist nicht installiert. Ich habe ja auch die Animal Crossing New Horizons Edition der Switch. Und herzlich willkommen zurück, Jenny. Geht gleich los. Habt ihr die Meldung gekriegt über Twitch? Weil dann würde ich das Intro soweit überspringen. Hallo, Aida Bro. Auch dir willkommen zurück. So. Oh, magische Überblende. Schnell gucken. So, hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es geht wieder nach langer, langer Zeit, geht's wieder auf die Insel. Wir spielen Animal Crossing und ich starte das Spiel schon mal im Hintergrund. Oh, okay. Ich muss das Update erst runterladen. Okay, dann quatschen wir noch ein bisschen. 4 Minuten, 3 Minuten. Die können wir überbrücken. ich bin hier aber im falschen Dings. So, ist das richtig? Machst nebenher ein bisschen Haushalt, okay. Kerwoch, ja. Ja, ist ja recht so. Diesmal hier noch ins Voice, weil da meine Freundin dazu kommt dann. Die spielt oben im Wohnzimmer, ist aber mit dem Handy dann im Discord und dann die allseits bekannte und beliebte Stimme aus dem Off. Kommt dann gleich noch dazu. Ja, wie ist es bei euch? So, erzählt. Während ich mir ein Schlückchen genehmige. Prost. Ach, da können meine Freundin auch ein Lied von singen. Das ist einfach, ich mache zwar tagsüber schon das, was so täglich im Haushalt anfällt, aber viel bleibt trotzdem liegen. Und das müssen wir dann halt samstags machen. Weil der Sonntag ist heilig. Weißt du ja. Sonntag wird nichts gemacht. Morgen hatte ich überlegt. Entweder morgen oder übermorgen, das gucken wir mal. Mal wieder was anderes zu streamen. Achso, ja, du arbeitest ja in der Branche, wo das leider kein freier Tag ist. Tja, musst du halt Essential bei dir einziehen lassen. Hilft dir alles nichts. Und dann kann er das hier Hallo. anziehen. Kittelschürz. Hi, ja. Voilà. Ja, hallo. Hallo. Da ist sie, die allseits bekannte und beliebte Stimme aus dem Off. Herzlich willkommen. Ja, Frau. Gerade ist das Update fertig.
Müsste erst noch runterladen. 3 Minuten. Wegen eines Versionsupdates werden jetzt die Speicherdaten aktualisiert. Deine Insel wurde resettet. Was? Ja, ist egal, kannst du mir jetzt zurückholen. Ja. Nein, meine Insel wurde nicht resettet. Das war ein Witz. Ja, aber wäre ja jetzt erstmal nicht mehr so dramatisch früher. Ja. Jenny schreibt, wenn das so wäre, dass es Essential bei ihr einzieht, erwartet sie dauerhafte Ordnung. Wenn sie arbeitet und er daheim ist, ja. Ich habe erzählt, dass ich das, was so täglich anfällt im Haushalt, dass ich das halt mache und den Rest machen wir samstags gemeinsam. Ja. Da spaziert gerade einer rum. Bitte? Hast du auch dazu erwähnt, dass du das eine Zeit lang nicht gemacht hast und gar nicht verstanden hast, warum ich so angepisst war? Ja, aber inzwischen werde ich hier reichlich belohnt dafür, dass ich das so gut mache. Das könntest du auch erwähnen. Das ist ja Vorteil für dich. Warum sollte ich das nicht erwähnen? Ja. Weil es mich in ein schönes Licht stellt. Ja, eigentlich eher mich. Wenn ich für etwas so selbstverständlich sein sollte, noch reichlich. Ich hab dir erzählt, dass ich das nicht brauche und nicht deswegen mache. Ja, und ich mach's nicht, um freizutreten. Okay. Auf jeden Fall läuft Katharina in dem Matrosen-Outfit rum, das sie von mir zum Geburtstag gekriegt hat. Und gießt Blumen. Okay. Schön. Wir schauen mal nach langer Zeit, was Melinda zu verkünden hat. Wahrscheinlich trinkt sie immer noch ihren Whisky und The Rocks. Und ist nach wie vor wahrscheinlich Stubenhocker. Wahrscheinlich. Ja. Mit Pulli. Guten Abend, liebe Bewohner. Guten Abend, Melinda. Es ist Donnerstag, der 19. November 2020, hier auf Honey. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten. Deshalb nur was zur Jahreszeit. Während ich mich heute geistig auf den Tag vorbereitet habe, hat mich ein Herbstblatt unterbrochen. Als ich es mir vom Kopf geklaut habe, ist mir aufgefallen, dass der Herbst scheint zu Ende geht. Oh, der Herbst geht zu Ende. Genießt diese schöne Jahreszeit, bevor der Winter anbricht. Also noch fleißig Pilze sammeln und Blätter jagen. Ah. Ach, jetzt kriege ich noch die Bastelanleitung wahrscheinlich für Blätter oder so. Ich habe Nutzern der App für Bastelanleitungen eine Anleitung für einen Laubhaufen in Rot geschickt. Okay, schön. Jenny, spielst du noch aktiv Animal Crossing? Huch, ich bin noch in meinem Halloween-Outfit. Serenata, also das ist die Traumtante, glaube ich. Da hast du mal einen rechten Bart. Ja. Ich muss jetzt erstmal hier Blumen verpflanzen, bevor ich loslegen kann. Wie ist der Laubhaufen in Rot eigentlich gekommen? Den hat mir Dings Melinda gegeben. Mir heute aber nicht. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt und hast, oder hast durchgesäppt. Ne, ich hab's aber nicht drin. Alter, wie die Insel zugewuchert ist bei mir mit Unkraut, schlimm. Hör ich da einen Frosch? Nee. Kröte.
Ach, das ist die Grille, die irgendwie unter der Erde ist, oder? Kann sein, ja. Die kommt, glaube ich, im Herbst, ja. Ah, da. Kescher, Kescher, Kescher. Ha! Erwischt. Oho! Eine Maulwurfsgrille. Du hättest scheinbar besser eine Schippe draufgelegt. Oh, Was irgendwas ist ist. gerade? Ja, ich guck mal schnell nach. Hört sich nach den Pfanddosen an. Ja, ich glaube. Einen Moment kurz. Carbons hat gemacht. Gefixt. Voll gut. So, da bin ich wieder. Bam. Ja, wieder falsch. Maulwurfsgrille, okay. Tauschen. So, ich wollte ja Blumen pflanzen. Oh, Pilze sind ja auch einige gewachsen. Ich müsste dich übrigens nicht entmuten, warum auch immer. Okay. Noch mehr Blumen, ja. Voll gut. Nie genug Blumen geben. Irgendwo brauchen die Bienen ja ihre Nahrung hier. Und eine goldene Rose in die neue.
Es wird gefragt, ob du mal deine Insel verändert hättest. Nur ein bisschen für Halloween dekoriert, sonst. Hallo? Ja. Ah, sonst nix. Ich habe gerade nur für Halloween dekoriert, sonst. Eine Grille. Warst du unterwegs zu einer Grillparty? Ah, schön. Ist das Goldrosenherz fast fertig. Ist es nicht schön? Huh. Romantisch. Jenny, denkst du an die 1,75 Millionen Sternis. Dann kann ich nämlich mein Haus abbezahlen und das Lager ausbauen. Also die Tage irgendwann halt. Muss jetzt nicht heute sein. Habt ihr ja zugesichert, die Hälfte kriegst du als Kredit und die Hälfte kannst du behalten. Und dem, was ich dir gegeben habe. Und von halt, ne Quatsch, 3 Millionen, da krieg ich anderthalb. Eine halbe Million kam ja von meiner Freundin noch. Aber nicht wieder. Brauchst du nicht wieder? Rockröhre, jeder weiß, dass ich nicht nur toll aussehe, sondern auch was auf dem Kasten habe. Also habe ich mir einen neuen Spitznamen für dich ausgedacht. Nicht, dass Rockröhre jetzt uncool wäre oder so, aber mehr Glam geht immer. Echt? Raus damit. Wie findest du Funkel-I? Der Hammer, oder? Ich hatte dir nicht zu viel versprochen, was? So uncool. Okay. Was wäre denn deiner Meinung nach der perfekte Spitzname? Oh, ich kann einen Spitznamen wählen. Oh, die Möglichkeit hätten sie mir nicht geben dürfen. Hä? Der King mit dem Ding. Long Dong Silver oder so. Yoshi mit dem Oshi. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja. Ein Meer, halb Mensch, halb Bär. Ein Märchen. Märchen. Oh. Dubbler. Oder Sackratten ein Zuhausegeber oder so. Gebieter. Gebieter finde ich gut. Kontinentia.
Ah, Gebieterberg ist zu lang, schade. Dann nur Gebieter. Gebärt. Bitte? Gebärt. Gebärter. Der Bärtige. Das. Nee, ich überleg noch. Glücksbärchi geht vielleicht auch mal. Nein. Glücksbärchi ist zu lang. Zwei Buchstaben zu lang. Huch. Bärle. Oder Gummibär. Gummibärle geht. So, ich heiße jetzt Gummibärle bei Katharina. Gut. Hier grillt schon wieder eine Grille. Also eine Maulwurfsgrille. Aber ich fange jetzt nicht jede, mir reicht es, wenn ich die einmal habe fürs Museum und dann ist gut. Dann wirst du ja wahnsinnig, ey. Alter Bro, alles klar bei dir? Brummhummler vielleicht, ja. Das ist zu spät. Brummhummler wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber Brummhummler war, glaube ich, auch zu lang. Ja, ich hab's gesehen, ein gelbes oder ein gelber Ballon. Aber ich habe die Taschen eh nicht frei gehabt gerade. Boah, das ist ein riesiger Pilz. Bitte? So, erzähl uns mal was Neues, dass die Taschen. Hey! Gibt ja bald eine Taschenerweiterung. Ach nein, die geht ja nur fürs Lager. Apropos Lager. Zum Glück nicht, warum? Ach, Klappe zu, Jenny. Jenny erzählt Lügen. Was denn? Ja, dass es
unnötig bei mir wäre, irgendwie was mit Taschenerweiterung. Ich könnte noch 100 Taschenplätze freigeben. Du bist gerade ganz abgehakt. Na, dann hier mal was. Schatz, wo ist meine Hose? Hä, hey, nee, ernsthaft? Wo hab ich denn die hin? Vielleicht im Lager. Welcher Hamster? Der ist schon lang weg, Jenny. Schmutz? Schmutz? Der ist schon... Schmutz, du bist doch... Also Jenny ist doch für Schmutz eingezogen. Schmutz ist doch schon ewig weg. Ja, Schmutz oder, hat gespendet und die Insel verlassen. Oder meinst du Rost? Ja, aber Rost war kein Hamster, sondern... Ein Robofrosch war das. Ja, das ist ein Bär, das ist kein Hamster, der in meinem Layout rumhüpft. Das ist ein Wobbidi-Wobbidi-Bär. Der wechselt Anfang nächsten Monat. Wird er zum Rentier. Deswegen, wenn du Ausrufezeichen Mampf eingibst, kriegt er auch ein Honigglas. Hey Nachteule, herzlich willkommen zurück. Sehr schön, dass du hier bist. Nachteule, gib mal Ausrufezeichen Racer ein. Okay. Mach das, Jenny. Viel Erfolg. Ach, guck. Ich hätte es, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Nachteule hat Ausrufezeichen Racer angegeben. Schön. Ich habe das nachhaltig verändert. Ja? Ja. Nur der Sound oder das Video? Beides, die Kombination. Was wollte ich denn jetzt? Achso. Mein Schleuder gucken. Da ist glaub Abklingzeit drauf. Weiß allerdings nicht, wie lange.
Ja, ich habe das aus eurem YouTube-Video rausgecaptured. Sobald er hier wieder zuguckt, werde ich ihn darauf hinweisen, ja. Da freut er sich ganz bestimmt. So. Ah, okay. Hat er geplant. Das ist ja schön. Die alte Community wieder vereint quasi. So, gucken wir mal, was es heute im Laden gibt, würde ich mal vorschlagen. Hallo. Habe ich alles schon. Schatz, brauchst du noch eine freistehende Fußbadewanne? Also Badewanne mit so Löwenfüßen. Aber? Babyblau. Die habe ich glaube ich schon. Also brauchst du sie in Babyblau? Ja. Okay, dann kaufe ich dir die. Okay, ich muss erst Geld holen. Alter, den Popo offen oder was? 63.000 Sterne. Für eine Badewanne, ey. Unfassbar. Oh, ich sehe gerade was. Was du nicht siehst. Oh, eine Elefantengießkanne und ein pinkener Schirm. Schön. Roswitha tanzt einfach so rum, ohne zu singen, hüpft sie zur Melodie. Schön. Ah, da hinten flattert ein Blatt. Ein Herbstblatt. Was für ein schönes Rot. So sieht der Herbst aus. Ja. Oh, und Cache kaputt. Super. Hallo, hallo. Da du hier aufgetaucht bist, wird dir der Inhalt meiner Ankündigung scheint bekannt sein, hm? Wie bereits erwähnt, kann ich Leuten mit großen Behausungen das Lager erweitern. Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben müssen im Voraus beglichen werden. Ja. Insofern gilt mein Angebot leider nicht für Kunden, die noch einen Kredit für Eigenheim abbezahlen. Oh. Vermutlich hast du immer mehr Sachen ins Lager verfrachtet, als dein Haus zunehmend größer wurde. Da passiert es schnell, dass das Lager aus allen Nähten platzt.
Und wohin denn mit der alten Couch? Eine Erweiterung des Lagers könnte da Abhilfe schaffen. Melde dich, wenn du an Details interessiert bist. Okay. Haben dir die Glücks-Imba-Tickets eigentlich was gebracht, Nachteule? Auf deiner Bewohnersuche? Racer, vielen herzlichen Dank für deinen Horst und herzlich willkommen zurück. Deine Frau will dir was mitteilen. Die wartet schon sehnsüchtig auf dich hier. I'm a Barbie Girl. In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and trust me everywhere. Imagination, life is your creation. Ja. Schön, oder? Ist das nicht schön? Ja. Seine Reaktion war ja geil auf ewig verewigt auf deinem Kanal. Den meinen? Doppel ewig. Doppel gemoppelt. Ewig verewigt. Ich werf dir die Dings hin, die Badewanne. Irgendwo vors Museum. Nein, nicht platzieren. Ablegen. Ich habe auch in unserem Discord die Community darauf hingewiesen, wie schön du geschminkt wirst mit Zeitmarke in deinem Video. Wie schön du geschminkt, gebrushed your hair und undressed wirst. Beziehungsweise get dressed.
im petrolfarbenen Glitzerkleid. Ach Quatsch, nicht die Angeln. Kescherbeute. Wollte ich jetzt eh aufmachen für meine Freundin. Ach so, womit denn? Mit an der Pflaume rumspielen? Hast du jetzt Pflaumenbäume? Ja, nee, neuen Sachen fangen. Ach so. Ich könnte die Badewanne sonst auch vorbeibringen. Lass sie da einfach liegen, ich kann sie ja später sehen. Okay, alles klar. Dann mache ich für Jenny auf. Jenny, ich liebe. Hast du das gehört, Jenny? Ah, das klingt doch gut. Oh, eine Seegurke. Lecker. Nachteule, wenn du das Bedürfnis hast, Unkraut zu jäten, darfst du gern auch vorbeikommen. Oh, das Arsch. Die Insel ist so zugewuchert, das ist echt schlimm. Ja, dann kümmere dich doch mal um deine Insel. Ja, mache ich jetzt ja auch. Mach jetzt auf und dann kümmere ich mich drum. Dass die Leute sich drum kümmern. Berühre nicht Powerknopf, nämlich. Das ist Bach als Spitzname. Halb Bär, halb Arre. Voll geil. Bärsch, dann. Ja. Sei doch. Ja. Bett. Wer hat, der kann. Die darfst du gerne trinken, wenn du das Bedürfnis hast. Die war doch für dich. Ja, ich habe bei Dr. Pepper schon getrunken. Ich hab mir Bitter mit Lemon. Ah. Okay. Ich gebe dir gleich, du pflanzt mir Unkraut. Ich mache die Insel gleich wieder zu.
ist echt krass, wie viel Unkraut da wächst. Was auch witzig ist, ist, dass die Hecke sich auch verfärbt. Fällt mir gerade auf. Ja. Irgendwie müssen wir es einführen, dass du, wenn du redest, hinten immer Roger oder so machst. Weil jetzt den Schluss immer, den Schluss schneidet es immer ab. Oder over. Ich glaube, so ist es tatsächlich auch entstanden, damit das erkennbar war, wenn einer fertig war. Ja, dann pflanze Tulpen. Wenn du unbedingt Tulpen pflanzen willst. Gelbe? Von mir aus auch gelbe. Hast du denn zwischen alle gelben Tulpen entdeckt, die ich bei dir gepflanzt habe, Jenny? Auch die versteckten. Alle? Ganz sicher. Dann gieße ich die mal fleißig. Aha, sehr herbstlich. Mit Brille. Mit Holzbrille. Und Holzgläsern. Sie sieht also nichts dadurch. Ja, ich habe ihn nicht vollgepflastert. Doch schon, aber ich habe nicht damit angefangen. Wer denn? Das weiß ich nicht, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Jenny will bestimmt auch ins Voice kommen. Hol mal wieder einen Schwab im Voice. Hey, ja. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, Jenny. Neulich waren gegenüber wieder Feriengäste, Urlauber. Und, wann war das? Vor ein paar Tagen, vorgestern, glaube ich. Und die haben behauptet, Ravensburg würde nicht zu Baden-Württemberg zählen. Das ist der Hammer. Ja gut, die hatten auch nicht das Wappen von Baden-Württemberg. Nein, nee, nur Ravensburger Kennzeichen ohne Baden-Württemberg-Wappen. Klar. Halten. Aber LB ist ja auch Leipzig. Heidelberg. Hallo? Bitte? Heidelberger Kennzeichen? Heidelberg, ja.
Ach so, ja, nee, ja. Nicht Ravensburg. Ja, Ravensburg ist auch Baden-Württemberg. Ja, Heidelberg gekennzeichneten die, genau. Stimmt. Das sei Kurpfalz und zähle nicht zu Baden-Württemberg. So ein Geschwätz. Ja. Allerdings, die haben in Heimatkunde nicht aufgepasst. Boah, wie soll ich denn da hinkommen zum Unkrautjäten? Können wir das mal einer erzählen? Muss ich die Leiter nehmen? Hilft dir nichts. Muss ich leider die Leiter nehmen? Quasi leitender Angestellter. So. Die Käfer an den Baumstämmen sind jetzt aber weg, oder? Glaube ich. Nö. Nicht? Sind immer noch da. Also mit Blätterfangen habe ich kein Glück. An den abgesägt. Bitte? An den Bäumen selber oder an den abgehackt? An den Bäumen selber. So, nee. Die sind weg, ja. Over. Schanau. Schanau? Over. Oh, ich habe einen seltenen Pilz ausgegraben. Landläufig als Trüffel bekannt. Ein Elegantpilz, okay. Der sieht ja witzig aus. Wie ein Bimmel. Von der Bimmelbahn. Wer ist eigentlich heute bei mir auf der Insel? Ich hab noch niemanden entdeckt. Liegt bestimmt Gulliver irgendwo rum. Oder Gulliver. Hast du schon jemand entdeckt, Jenny? Ja, moin. Muscheln, die du findest, darfst du gerne behalten. Ach, jetzt wo du da bist, kann ich eigentlich mal gucken, was du mir geschickt hast. Was für ein Bart. Jenny hat nämlich geschrieben, da hast du mal einen rechten Bart. Wirbelbart. Hehe, Mustache. Gulliver liegt da. Okay. Leider nicht Gulliver. Ach, und Euphemia ist da. Nee, Quatsch. Oh,
Habt ihr also den Link in die Gruppe gepostet, in Bärenhöhle oder zu Marianne? Plüsch Marianne? Oder dazu Die. mit. Ja. Marianne gibt's als Plüschtier mit ihrem Pulli. Total süß. Und Euphemia gibt's auch als Plüschtier. Ohne Pulli. Aber mit Schleife. An den Leser dieser Nachricht. Diese Bastelanleitung schrieb ich, während mein Backofen vorheizte. Warum dauert das immer so lang? Ich hoffe, jemand findet diese Bastelanleitung und freut sich. Meine Idee gehört jetzt dir. Liebe Grüße, Sabine. Grasgeflecht-Rucksack, kann ich glaube schon. Mona bastelt. Honey ist ohne dich nur halb so schön, Darling. Oh. Ein Funktionalgartentisch kann ich schon, glaube ich. Mona ist total gemütlich eingerichtet mit so einem offenen Kamin und so. Und sie hat einen Papagei und einen Mamagei. Toni, komm, lass uns kicken. Zack. Wo kommen die ganzen Fossilien her? Und ein Seltenpilz. Das kann nur einer gewesen sein. Oder eine. Jenny, gib's zu. Und Dankeschön. Unkraut, das du jäten solltest, falls du Unkraut jätest, darfst du gern behalten und verkaufen, dass du auch was davon hast. Und Muscheln, das kannst du auch behalten. Haben sie die Stapelmengen geändert? Wieso? Weil ich 80 Unkraut auf einem Stapel hatte. Ja, bis 99. Ach so. Ja, aber so Erz und so, es geht ja nur bis 30. Okay. Ah, okay. Ja, das war mir entfallen. So, ich düse mal ins Museum. Ah, ich glaube, ich kann gar keine Sachen stiften, wenn jemand zu Besuch ist, oder? Weiß Ne. gerade gar nicht. Nee, geht nicht.
Jenny, warst du schon in der Schneiderei? Ah, da ist meine Kohle. Mal nachzählen, ob es nicht zu viel ist. 9. Passt genau. Vielen Dank. Ich muss auch mal gucken, was von Noak Shopping gekommen ist. Weil ich ja Sachen bestellt habe für die Bücherecke, glaube ich. Jenny ist halt eine ehrliche Haut. Die zahlt zurück, wenn sie angibt, dass sie zurückzahlt, dann zahlt sie auch zurück. Auf Heller und Pfennig. Ich bin mal gespannt, wann die Erweiterung kommt oder ob die kommt, aber bei New Leaf war es erscheint so, ich habe New Leaf nie gespielt, aber aus Erzählungen weiß ich das halt, dass da glaube ich 5 Ladenerweiterungen gab. Früher war das, später war das dann wie so ein riesen Einkaufszentrum, mehrstöckig und so. Und die Treppe deutet es ja schon an, eigentlich. Warte mal ab. Wir brauchen ja. Die haben ja für 2 Jahre lang Inhalte zum Reinpatchen geplant. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder ein armer Schlucker. Yeah, ein Seebarsch! Glückwunsch, Jenny. Cool. Ich will auch einen Seebarsch, warum krieg ich keinen Seebarsch? Ich wünsche dir noch viele weitere Seebärsche. Oder Seebärsche.
Die Bärsche. Hallo? Ja? Ah. Warst du weg? Rausgeflogen? Nee, abgeschlossen. Rausgehen. Ah, okay. Ich verkaufe noch ein paar Goldrosen. Ja, ein paar habe ich. Sieben. 15. Einunddreißig. 35. 359.000 Sternis würde ich kriegen, wenn ich alle meine goldenen Rosen verkaufe, die ich auf Lager habe. Wie lange gibt es den Rochen noch? Oder gibt es den das ganze Jahr? Deine App? Achso, ja, stimmt. Deine App. Aber ich check das nicht so richtig über die App. Was es wie lange gibt. Rübenpreise. Oh, 142 Sternis. Immerhin. Ich meine, ich habe keine Rüben, aber. Ja. Falls jemand hat. Den Preis jetzt nicht so schlecht für meine Verhältnisse. Wie lange wolltest du noch machen, Schatz? Schatz? Wieder abgestürzt? Ja. Ah. Wie lange wolltest du noch machen? Ja, keine Ahnung. Ah. Ja, wenn du nur kurze Sachen sprichst, dann schneidet es das komplett ab. Das ist das Problem. Deswegen war ja mein Vorschlag mit dem Over. Oder sowas ähnliches. Ich gehe mal Goldrosen ernten. Nachteule, wolltest du auch vorbeigucken? Ich sehe gerade, dass du online gekommen bist.
Aha. Dann gute Reise und danke für deinen Besuch. Danke fürs Fossilien ausgraben. Ach, du guckst nur kurz rein. Okay. Also das Update schon geladen. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and trust me everywhere. Imagination, life is your creation. Bitte? Ich kann das hören. Du kannst es. Hä? Wieso kannst du das hören? Keine Ahnung, es ist so laut, ich kann es einfach hören. Ah, dann hörst du das über mein Mikro oder was? Das ist ja krank. Ja. Unfassbar, wie Razer seine Stimme verstellen kann, oder? Oder, was ja meine Theorie ist, dass... Nachteule singt, wenn er Lip-Sync macht. Nein, dass er die ganze Zeit die Stimme verstellt hat und während er gesungen hat, die Stimme nicht verstellt war. Wow. Tolle Detektivarbeit. Jenny schreibt gerade, aber ohne Witz, dafür, dass Razer das singt, klingt das eigentlich gut und sehr weiblich. Ob das jetzt gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich meine, im 18. Jahrhundert, so zu Klassikzeiten, klassischer Musik, waren ja Kastraten gang und gäbe. In der Oper zum Beispiel. Oh, du darfst den Bagger gar nicht so weit aufreißen, Captain Mimimi im Einhornkopf. Hallo? Das kam überall Hallo. Sehr gut an, außer bei dir. Aber das ist ja jetzt eh bald Geschichte, weil Twitch Things ja eingestellt wird zum 1.1. glaube ich, oder Anfang Januar. Vorerst ersatzlos gestrichen. Die planen, glaube ich, irgendwas für Musiker, aber... Samstag ist Twitch Sings. Oh, da mache ich mit. Razer, machen wir Duette. Da muss meine Freundin aber irgendwie anderweitig im Wohnzimmer beschäftigt werden. Sonst wird die verrückt. Machen wir Community Twitch Sings. Jenny singt auf Schwäbisch. Uff, die Schwäbische Eisenbahn, da gibt's gar viele Haltstationen. Sturgrüm und Biberach, Mecklebayre, Dollesbach. Ja, okay, dann mach das, Jenny. Jenny badet mal den Hund und zieht sich damit aus der Affäre. Elegant aus der Affäre. Witzig ist, wir haben momentan einen bei uns, der kommt. Stammeinheit Biberer. Ach, okay, ist ja witzig. Ja. Ist es da nicht Laubheim oder gibt es da noch mehr? Ja. Weil... Seine Heimat. Ah, okay. Also seine ursprüngliche Stammeinheit. Der kommt zwar auch hier aus der Ecke, der war aber sehr gedauert. Das ist ja witzig. Ja, weil Laubheim ist der Landkreis Biberach. Ja, BC. Ja. Burning Crusade. Biberach. Er hat ja so ein Gespräch, hat das raus. Bitte? Das so ein Gespräch hat er mir das mal erzählt. Ah, okay. Ja, cool. Elo irgendwas. Ah, Elo, ja. Mhm. Elo Inst. Ja. Elektronik Instandhaltungsstaffel. Was ist das?
Da wäre ich ja auch reingekommen. Aber er hat ja jetzt geweckt. Okay. Das ist ja jetzt IT-Sektor. Okay. Dann mache ich den Flughafen wieder zu, weil dann kann ich mich ein bisschen austoben, kreativ. Aber habe ich das nicht wunderschön gecaptured, Razer? Deine 5 Minuten Ruhm. Schön. Jenny, du hast voll vergessen, am Glücksrad zu drehen. Ach, Jenny ist mit dem Hund draußen. Nee, Jenny badet den Hund. So rum. Ich finde es krass, wie grell die Birnen aussehen an dem roten Laubbaum, oder? Ja. Richtig so verstrahlte Birnen irgendwie. Du bist eine verstrahlte Birne, ey. Ja, ich habe eine verstrahlte Birne. Strahlebirne. Der kommt da hin. Und ziehen einmal weiter. Komm, die Leseecke einmal weiter aus ein bisschen. Aber wie groß ist denn diese Kürbiskutsche? Das will gar nicht. Alter! Krass, der aus, ey. Ist sehr groß. Ja.
Ja. Mini Rick. Mini Rick. So, erstmal schaufeln hier. Ja, ich trage schon hin, keine Sorge. Ah, das ist cool. Du kannst jetzt deine komplette Inseltransfer machen. Ja. Oder nur deine Figur mit allen Habseligkeiten auf eine neue Insel. Oh, das ist tatsächlich cool. Oh, das ist natürlich cool. Batterieleistung lässt nach. Nicht gut. Kein USB-C Ladekabel hier. Ja, ich kümmere mich ja drum, zeitnah. So, ich muss mal schnell ein USB-C-Ladekabel suchen. Bis gleich. So, angestöpselt. Dann kann es ja weitergehen. Razer, wirst du dir das neue Spider-Man-Spiel holen?
oder holen lassen. Wenn es wieder von deiner Frau kriegt. Oh, da ist da ist die blaue Libelle, die man noch sieht. Ah, erwischt. Oho! Eine Wasserjungfer. Hatte ich einen Jungfernflug in meinen Kescher geführt? Oh. Erstmal nicht. Ja. Ich dachte, Miles Morales ist nur eine Erweiterung fürs aktuelle. Nein. Das ist ein eigenes Spiel. Das ist quasi Spider-Man 2, wenn man so will. Sonst wäre es ja nur ein DLC quasi. Ja, dachte ich. Das ist ein eigenständiges Spiel. Entwickelt für die PS5, aber auch für die PS4 verfügbar. Aber wenn du es dir für die PS5 holst, dann kriegst du das Upgrade für, also das grafische Upgrade für die fürs Vorgänger Spider-Man quasi für die PS4, kriegst du dann das Grafik-Update gratis. Haben sie dann noch mal aufgemotzt. Grafisch. Aber nur wegen einem Spiel gebe ich keine 500 Euro aus. Was habe ich für die Switch gezahlt? Ich glaube 400 knapp. Ja, 399 mit Versand. Ja. Und die haben sich schön bezahlt gemacht. Also da habe ich ja schon viel gespielt mit der Switch. Sei es Animal Crossing oder Mario Kart oder das andere Rennspiel. Und. Aber Nintendo-Konsolen sind eh Arbeitstiere. Oder waren es bei mir jedenfalls immer. Das Super Nintendo, die musste stundenlang laufen. Razer, ich kann dir ein Video empfehlen. Das haben wir angeguckt, meine Freundin und ich, auf YouTube. Da haben sie einen Original Game Boy, also den alten grauen, haben sie gehabt, der war noch original verpackt, dafür könnte ich den immer noch lünchen, dass der den ausgepackt hat, aber egal. Jedenfalls haben sie den mit dem Flammenwerfer bearbeitet. Und der war total verschmurgelt und teilweise schon ein bisschen angeschmolzen. Und der hat aber noch tadellos funktioniert. Das ist unfassbar, stell dir mal vor, das wird einem in der Switch machen. Der Backstein Gameboy. Der unkaputtbare. Ja. Ja, ich warte auch, bis die günstiger wird. Ich finde die Innovation schon cool. Und sie sieht auch cool aus. Gut, dir gefällt sie nicht so, gell? Schatz. Nee, Mann, die sieht aus wie eine fucking Xbox. Ja. Das, wird wahrscheinlich auch das Sinn des Designs sein, dass man sich da den anderen Herstellern angleicht. Aber mir ist die auch noch zu teuer. Ich spekuliere schon, aber wenn die jetzt, keine Ahnung, mal um 40% reduziert ist irgendwann mal, dann werde ich mir die auch zulegen. Aber aktuell sehe ich das nicht ein. Die ist so überteuert. Statt dass sie da mal eine Aktion bringen, weißt du, mit irgendwie einem Spielebundle oder so für 400 oder so zum Release, so ein Special mit begrenzter Menge, aber
Nö. Ja, das stimmt. Razer schreibt, also wenn man eine Xbox will, kann man sich auch designtechnisch einen Mini-Kühlschrank kaufen. Ja, die neue Xbox X, ja, die sieht echt aus wie ein Mini-Kühlschrank. Das ist so, ja, wie so ein Quader. Was sie sich dabei gedacht haben, fragt man sich denn auch. Irgendwo. Ach, ich kann jetzt auch auf andere Inseln irgendwie mich träumen, quasi. Ja, schlummer. Hab ich gerade Post gekriegt. Ist da ein Datum dabei? Nö. Ja, das wissen wir jetzt auch. Fertig gebadet, schön. Also Mini hat fertig gebadet. Mini der Hund. Der Mini-Hund quasi. Jetzt dreht sie durch. Wer dreht durch? Mini. Mini, sitz! Sitz, Mini! Feine Mini! Geile war, als Jenna noch zugeguckt hat, die konnte ja nur vormittags. Die hat mich immer über Lautsprecher laufen gehabt und die hatte eine Alexa, da habe ich immer Alexa Sachen aufgetragen. Tja. Dann hast du jetzt halt einen spinnenden Hund, Jenny. Jenny, du glaubst doch nicht, dass ich das nicht sehe hier, oder? In dem Museum.
Du kannst, du glaubst du nicht, dass ich nicht auf meine eigenen Tricks achte? Netter Versuch. Hat sie bei mir hinter Museum Unkraut gepflanzt, heißt sie. Ja. Ja. War nur die, okay. Ich finde es cool, Jenny, dass du am Samstag auf Schwäbisch mitsingst, bei Twitch singst. Muss ich denn zum Städtele hinaus? Städtele hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Ah. Spätdienst. Oh. Das kommt jetzt aber gelegen. Vor kurzem habe ich mir einen Neoprenanzug gekauft, obwohl ich schon einen hatte. Ja, warum kaufst du auch einen, obwohl du schon einen hast? Frag nicht warum. Okay. Ich war neben der Spur, weil ich seit über einer Stunde nichts gegessen hatte. Schwarze. Ja, klar, Schwarze. Ja, von mir aus. Wieder an mir verkaufen, heißt sie. Warum gibt's überhaupt nur scheiß Wespen in? Das ist doch schon alle Arsch. Schön. Wie schön. Was? Schön halt. Schön bist du. Schön, dass ich mir die Frazy zerstochen habe. Echt schön. Ja, da hast du natürlich. So richtig schön Matschauge. Mhm. Krass. Armer Mensch. Muss man auch erstmal können.
So. Mal gucken, wie es aussieht, holztechnisch. Oh, Marianne singt. Voll gut, so wie ich es dir gewünscht habe. Jenny fängt nur Seebarsche. Sonntag gucken wir wieder ein Häuschen an. Drückt uns die Daumen. Hast du Lust, was für... Bitte? Ob du Lust hast, was für dich zu machen? Was für dich zu machen? Was denn? Ja. Crushed. Ja. Bringe ich dir. Einen Moment. Gleich wieder da. Soll ich dir mein Bild herunter? Ja. Ach so. Thank you.
Bächlein. Da. Baby. Ich würde es dann. Esch. Ja, aber nimm jetzt. Ja. Ja, mach das. Dann geht aber aus dem Support raus. Ja, muss doch nicht. Merkst du denn? So, liebe Leute, da bin ich wieder. Liebe Leute, bin wieder da. Hört ihr mich frohlocken? Hört ihr mich frohlocken? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir brauchen. Hartholz. Sechzehn Stück. Schatz? Ja? Also dann warte, ich gucke, ob ich es selber schon kann. Baumstammbank. Also ich kann. Ja, kann ich schon. Nee, kann ich schon. Baumstämme kenne ich, glaube ich, jetzt alles. Bis aufs Doppelbett. Oder ist das Baumstammbett ein Doppelbett? Ne, Baumstamm-Doppelbett gibt's extra, glaub ich. So. Das brauchen wir zweimal. Also sie rechnen 10. 10, 13, 29, 29 mal Hartholz. Okay. Sehe ich wieder noch einen Sessel hin, da brauche ich noch mehr. 29. Wir gucken mal, wie viel wir haben. Überhaupt. Hey, Santa's Biggest Fan, willkommen zurück. Nach langer Zeit. Wo hast du dich rumgetrieben? Zwei so Hocker. Sessel, meine ich. Dann können wir aus denen ein Sofa herstellen. Dann brauchen wir einmal zweimal die Bank, glaube ich, oder? Ja. Sehen wir ja gleich. Die Leseecke weiter ausbauen. Oder weiterbauen, weiß ich.
Okay, ich werde aber wahrscheinlich demnächst das Spiel wechseln. Also so gegen 9. Ich baue das so noch schnell fertig und dann. Ich bin dann noch da, nur mit einem anderen Spiel. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie lange du brauchst. Also ich baue jetzt kurz ich stelle die Möbel noch schnell in die Leseecke und dann werde ich das Spiel wechseln. Ich werde dazu den Stream unterbrechen, damit YouTube nicht durcheinander kommt mit den Videos, die daraus entstehen. Und dann spielen wir mal ein neues Spiel an, das ich heute neu runtergeladen habe. Da stehe ich noch ein Sessel zwischen rein. Lange Sicht. Da muss ich das doch noch ein bisschen erweitern. Machen wir da mal eine Markierung. Okay, fahr vorsichtig, Jenny. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Ja, ich denke, das können wir so lassen erstmal. Da kommt dann noch der Sessel hin. Später. Genau. Dann geht es jetzt auf zur Drehorgel. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir verabschieden uns schon mal von unserer gar wunderherrlichen Stimme aus dem Off. Die dann beim nächsten Spiel nicht dabei sein wird. Sie war jetzt ja nur dabei, weil sie auch gerade Animal Crossing spielt, falls da was zu koordinieren gewesen wäre. Was jetzt aber nicht der Fall war. So, und zu der altbekannten und beliebten Melodie der Drehorgel bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bis hierher. Ich freue mich sehr, wenn ihr noch da bleibt fürs nächste Spiel. Ich werde den Stream ja nur kurz unterbrechen. Ich sage aber trotzdem schon mal Ciao mit V, auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wie immer an dieser Stelle, auch diesmal verweise ich euch auf meinen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube.
Und dort werde ich wie immer das Video vom Stream hochladen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Schreibt gerne rein, was euch gefallen hat. Oder schreibt rein, ob ihr auch mal auf die Insel wollt oder ob ich eure Insel mal besuchen darf, um das Ganze zu streamen. Das könnt ihr alles in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Ich freue mich drüber. Genau, jetzt wie angekündigt werde ich den Stream kurz unterbrechen. Hier in meiner Software alles umstellen und fürs neue Spiel vorbereiten. Und freue mich dann, wenn ihr gleich wieder mit da seid und wir zusammen den Tag noch bei einem anderen Spiel ausklingen lassen können, das ich heute anspielen will mit euch zusammen. Genau. Gut, dann tschö mit Ö und bis gleich, euer Imbabär.